Tag und willkommen zu einem neuen Video. Wir schauen uns heute eine weitere 3080 an, und zwar die Palit Gaming Pro OC. Und die ist eher in der unteren Preisklasse angesiedelt, das heißt so auf dem Niveau der Founders Edition. Und ob die Karte die Founders Edition überhaupt schlagen kann, das werden wir uns heute einfach mal anschauen, weil bei der 3090 haben wir es ja schon gesehen, dass das bei den günstigen Karten eher nicht so der Fall ist, beziehungsweise selbst bei den teureren nicht. Bei der 3080 ist es natürlich so, die Founders Edition hat nicht so einen krass guten Kühler. Da ist es dann schon, ja, auch bei den etwas günstigeren Karten so, dass die oftmals ein bisschen besser sind. Aber wie gesagt, jetzt erstmal zur Palit Gaming Pro OC. Als erstes natürlich ein 3-Lüfter-Kühler. Haben wir eigentlich, wie gesagt, auch schon in vorherigen Videos, eigentlich bei fast jeder Karte. Das liegt einfach daran, weil die TDP mit 320 Watt, die liegt hier ebenfalls beim Standard, das heißt 320 Watt, erhöhbar auf 350 Watt in der Theorie. Hier jetzt speziell mit 85 mm Lüftern, was ja eine durchschnittliche Größe ist für eine Custom-Karte. Des Weiteren haben wir vorne RGB-Beleuchtung, die ihr auch gleich sehen werdet, wenn wir mal einen Lautstärketest machen und die Karte eingebaut ist. Und eine Backplate haben wir ebenfalls, die natürlich etwas länger ist mit dem Kühler zusammen als das PCB selbst. Das kennen wir aber auch schon von anderen Modellen. Insgesamt ist die Karte aber gar nicht mal so lang, das heißt, die hält sich noch im Rahmen. Wobei wir hier trotzdem schon 29,5 cm haben, das heißt, ihr solltet da einigermaßen Platz im Gehäuse haben. Wobei 30 cm eigentlich für aktuelle Modelle kein Problem sind. Wo wir schon auf der Rückseite sind, wir können jetzt hier leider nicht durch die Backplate durchschauen. Ich habe mich allerdings mal informiert und mal die Spannungsfilterung mir angeschaut. Hier haben wir fünfmal die POS-Caps, das heißt die günstigeren Varianten, und an der sechsten Position haben wir MLCCs, das heißt, das ist eine durchschnittliche Bestückung und nichts außergewöhnlich Gutes oder Schlechtes. Wie gesagt, dem Preis eben entsprechend. Dazu gesellen sich noch zwei 8-Pin-Stromstecker, das heißt, wir haben hier in der Theorie bis zu 375 Watt. Was das in der Praxis ist, das schauen wir aber gleich, denn da ist ein bisschen was Interessantes zu entdecken, was nicht so vorteilhaft ist. Und der Rest ist eigentlich relativ normal. Wie gesagt, hier unten sehen wir wieder die Kühlung. Das Ganze ist hier bei der Speicher- und Spannungswanderkühlung mit einer Baseplate realisiert. Das ist ein bisschen anders als bei den meisten Karten. Die meisten nutzen einen Kühler, der quasi direkt Kontakt zu Speicher- und Spannungswandern aufnimmt. Hier aber eine Baseplate, und der Kühler nimmt zu dieser Kontakt auf. Das heißt, es sollte da auch ganz gut funktionieren. Vor allem bei so einem offenen Aufbau, wenn die Lüfterdrehzahl etwas höher ist, generell recht gut. Bei der Founders Edition haben wir einige Tester festgestellt, dass der Speicher relativ warm wurde. Ich denke mal, das sollte ja auch kein allzu großes Problem darstellen. Hinten auf der Backplate bzw. am PCB sind auch noch Wärmeleitpads angebracht. Das heißt, die Backplate dient nicht nur zur optischen Verschönerung, sondern auch so ein bisschen der Temperatur. Das heißt, die Speichertemperaturen und Spannungswandertemperaturen werden vielleicht um ein paar Grad gesenkt, weil einfach die Backplate mit den Wärmeleitpads noch ein bisschen Hitze aus der Platine rausziehen kann. Aber wie gesagt, das bringt nicht allzu viel. Von daher solltet ihr euch von sowas nicht so viel erhoffen. Aber natürlich, mehr Kühlung ist immer gut. Videoausgänge bleibt standardmäßig, das heißt eigentlich alles so, wie man es kennt. Dreimal DisplayPort, einmal HDMI, und jetzt schauen wir uns mal die Ergebnisse an. Ganz normal in unserem Vergleichstest, wie wir es bisher bei allen Karten gemacht haben, in Borderlands 3 in 4K, ist die Karte leider langsamer als eine 3080 Founders. Das liegt einfach daran, weil vielleicht die Chipselektion nicht besonders gut ist, und das sehen wir gleich dann auch beim Overclocking. Aber wir sind hier gute 75 bis 90 MHz teilweise unter der Founders Edition und somit auch 1-2 FPS, also ungefähr 3-4% darunter. Und das ist halt einfach nicht besonders gut. Vor allem, weil die Karte, wie gesagt, entweder das gleiche kostet oder halt teilweise ein bisschen mehr. Die UVP ist 739 Euro. Das heißt, 40 Euro mehr als die Founders, wenn die denn verfügbar wäre. Ja, das ist so viel zur Standardleistung. Übertakten wir die Karte, ist hier kaum was rauszuholen. Erstaunlicherweise, ich denke mal, dass es an der Chipgüte einfach liegt. Wir haben hier, denke ich mal, vielleicht einfach Pech gehabt, dass wir hier nur maximal 30 MHz plus Offset draufgeben konnten, und beim Speicher war es auch nicht gerade viel. 400 MHz ist jetzt nicht die Welt, obwohl wir die Lüfterdrehzahl angehoben haben. Und da ging eben nicht viel. Bei der Founders Edition ging deutlich mehr. Power Limit kann man natürlich, habe ich ja wie gesagt eben auch schon, erhöhen auf 350 Watt. Aber wie bei vielen Custom-Karten ist hier ein gewisser Puffer zwischen dem erhöhten Power Limit und dem Power Limit, was wirklich ausgefahren wird,
eingebaut. Das heißt, wir erreichen hier dass diese 350 Watt nicht im Ansatz. Also sind wir noch relativ nah an diesen 320 Watt, was eben dazu führt, dass der Takt nicht besonders viel steigt, obwohl wir es in der Theorie das Powerlimit um 9% angehoben haben. Bei der Lautstärke, ja, muss ich sagen, ist das Ganze jetzt auch wieder relativ enttäuschend, weil die Karte nicht besonders viel leiser ist als die Founders Edition, beziehungsweise ungefähr auf dem gleichen Level. Ein bisschen andere Tonart, aber von der Lautstärke ungefähr gleich. Das ist an sich, ist die Lautstärke nicht schlecht, vor allem weil sie ja schon relativ leise ist. Man muss aber sagen, die Founders Edition hat eine sehr gute Basis und da braucht es dann halt schon einen guten Kühler, damit man da runterkommt. Und das ist eben hier nicht so wirklich gegeben. Was kann man also letztendlich zur Karte sagen? Ja, es ist schwierig. Natürlich kann man sagen, wenn es die einzige Karte, die verfügbar ist, dann ist es jetzt kein unglaublich schlechtes Design, was jetzt total 300 MHz schlechter ist als die Founders Edition. Aber sobald ihr die Founders Edition zur Verfügung habt, beziehungsweise diese kaufen könnt und quasi die Wahl dazwischen habt, kann ich diese Karte nicht mehr wirklich weiterempfehlen. Ihr habt zwar ein bisschen RGB-Beleuchtung, klar, wer das mag, der ist vielleicht gewillt, ein paar Euro mehr auszugeben, aber der gibt meistens auch kein Geld mehr aus, um dann eine etwas langsame Karte zu haben. Das ist halt ein bisschen schwierig und das ist generell bei der 3080 bzw. 3090 ein bisschen schwierig, denn die günstigen Custom-Designs kommen einfach nicht an die Founders Edition ran, beziehungsweise sind halt einfach etwas schlechter oder eben gleichwertig bei einem höheren Preis. Und ja, das ist eben halt ein bisschen schwierig. Deswegen müsst ihr selbst wissen, ob ihr sowas kaufen wollt. Aber wie gesagt, wir würden euch eher wahrscheinlich davon abraten. Ja, das war es erstmal zur Palit Gaming Pro OC. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!